Bringen Sie mir den abnormen Massenmörder, mit dem ich den Leuten das Gruseln beibringen kann. Nachts, wenn der Teufel kam. Die unheimliche Geschichte Bruno Lüttges, des Lustmörders, den es gab, aber nicht geben durfte. Wie konnte der größte Kriminalfall unserer Zeit 15 Jahre ein Geheimnis bleiben? Wie konnte ein 80-facher Mörder so lange sein Unwesen treiben? Na schön, ich bin verheiratet, aber... Lucy, du weißt doch, meine Frau kann mir keine Kinder gebären. Na, nun wird das verrückt. Soll ich dir vielleicht die Kinder gebären? Du hast schon goldenen Humor. Ist doch ein netter Kerl, oder? Ja, das ist er. Ich schätze ihn sehr. Schon mal ein mehr geschätzt? Also, wenn du es genau wissen willst, nein. Dann werde ich ihn wohl unter meine Schützlinge aufnehmen müssen. Solange ich überhaupt noch jemanden beschützen kann. Herr Lüttge hat eine Geldtasche. Du brauchst ja nicht anfangen mit Herr Lüttge. Ich bin ja doch nur der doofe Bruno. Die Hinrichtung Coins wäre ein Justizmord. Ach, wer ist denn schon Coin? Immerhin ein Parteigenoss, Herr Gruppenführer. Ach du meine Güte, was wimmelt denn nicht alles in der Partei rum? Um ein Haar wären Sie doch selber in der Partei gelandet. Wo Sie doch wirklich alles andere als ein Nazi sind. Wie meinst du das? Na, das weißt du doch. Die dicke Kellnerin, die du da umgelegt hast. Die war wohl... Für den Fall, dass es länger dauern sollte. Was veranlasst Sie zu dieser Annahme? Unter anderem Ihr seltsames Verhalten. Au! Bist du verrückt geworden? Hey, tja, das hast du davon. Man will ja schließlich wissen, wer einen an der Wäsche gibt, ne? So ist der Griff angesetzt worden. Na und? Na, wenn man jetzt mit ungeheurer Kraft zudrückt, dann bricht das Zungenbein, die Zunge fällt nach hinten und der Tod tritt durch Ersticken ein. Lieber Jott, mach mir fromm, dass ich in den Himmel komme. Und ich will mal bessern. Ich will sowas nie wieder machen. Warten Sie mal. Haben Sie nicht das Gefühl, dass der uns auf den Arm nimmt? Er spielt doch nur einen Idioten, der macht doch nur Witze mit uns. Was soll denn das, Bruno? Was soll denn das, Bruno? Ich sehe Sie schon die ganze Zeit an. Ja? Sind Sie nicht der Kriminalbeamte, der damals den Bruno Lüttge verhaftet hat? Ich wollte Sie mal fragen, was eigentlich aus ihm geworden ist. Der Bruno Lüttge, sagen Sie? Sie müssen Sie irren, Schwester. Ein Bruno Lüttge hat es nie gegeben. Buchse hat die gemacht, nur Ulki Nudel hätte ich. Jedes Mädchen, jede Frau, jede Mutter muss diesen Film sehen. Für sie ist er gedreht worden.